Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe das jetzt hier direkt am darauffolgenden aufgenommen, was ich jetzt hier mache. Und nein, das Eisbergmentum wurde ja auch zu Origami gefaltet. Es beherrscht das Eis, also es ist hier wohl besonders stark. Sei vorsichtig, Mario. Wir haben jetzt einen Bossfight vor uns. Ja. Let's go. Also ich hatte halt nicht erwartet, dass da direkt ein Bossfight kommt. So, wie bekämpfen wir dich? Was für ein riesiger Eisbär und seine Krallen sind auch nicht vom Pappe. Aber lass sie nicht bange machen. Wenn er nicht von Eis bedeckt ist, ist er auch nur Origami wie ich. Wir schaffen das. Hey, wir haben noch gar nicht angefangen, aber der friert sich schon mal zur Verteidigung ein. Voll unfair. Da ist was fürs Feuerpergamentum. Wir müssen das anschmeißen. Ich sehe aber keinen Button gerade dafür. Ich will einmal so laufen. Mir die Kiste gönnen. Und dann werfe ich ihn einfach mit Feuerbällen ab. Das würde ihn auch schon auftauen. Kann ja nie ahnen, wo das Teil hinfällt. So, nutzen wir einfach mal die Feuerblume. Vielleicht funktioniert es ja. Hat keinerlei Wirkung. Das ist mega fies. Sich erst verpissen und dann mit dem Schild einen sogar attackieren. Okay. Wir machen uns mal schlau. Das schieben. Das dazwischen. Nein, so. Und jetzt packt mir da ans Ende einfach das Feuerpergamenton. Weil wir müssen den ja auftauen. Und jetzt verbrennen wir ihn einfach. Weil das Feuer hat offenbar auch viel mehr Power als mein Feuerball. Brenn! So, und wie machen wir hier jetzt weiter? Na, was sagst du jetzt, Eisbergmenton? Das war ein Angriff zum Dahinschmelzen, stimmt's? Ja, die Klauen funktionieren immer noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Greifen jetzt die gute Idee ist. Deswegen einmal an. Ja, und ich kann nur den dazwischen schieben. Geht ja auch nicht alles im Leben. So, Pfeildarm und hoffen, dass das nicht schief geht. Bam, 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 bam. Das zieht richtig hart rein. Und er ist sogar verwirrt. Ihm brummt der Schädel. Also war das auf jeden Fall die richtige Option. Ich muss jetzt sowieso erstmal aus der Kiste wieder das Teil rausholen. So, er ist noch nicht ganz in seinem Schild drin, also kann ich ihn auch so attackieren. Da hinten nicht der. So. Ich denke mal, dass der Glitzerfeuerblume richtig viel Schaden macht. Jetzt, da der Eisblock nicht mehr da ist. Es hat 36 Schaden gemacht. Aua.
Das sind Eisblöcke gewesen. Wahnsinn, das Eispergamenton kann ja wirklich alles einfrieren. Sogar auf dem Boden ist jetzt Eis. So, jetzt brauche ich wieder das Feuerpergamenton. Was ist denn jetzt noch? Hagelt es jetzt etwa auch noch Eisberge? Das Eispergamenton bringt einen mit seinen Tricks ja wirklich zum Schlottern. Wortwörtlich. Was bringt es jetzt, was die Dinger zu bewegen? Nein. Wie soll ich das jetzt machen? Also klar, auf jeden Fall erstmal den Schalter aktivieren. Das ist ja sowieso klar. Aber was mache ich jetzt mit den Eisblöcken da? Vielleicht bringt es ja was, wenn ich mich da hinstelle und mit einer Feuerblume werfe. Vielleicht wird es dann aufgetaut. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht taut es den Eisblock vor mir auf. Nö, der Eisblock, der ignoriert das. Und ich kriege jetzt wieder diesen Eisball ab. Oder ich kriege ein Frostgeschoss. Ich will nicht rausfinden, was passiert, wenn ich über das Eis renne. Der friert aber auch genau die Dinger zu, ne? Okay, ich gebe jetzt einen Scheiß darauf. Ich nehme mir das jetzt einfach. Und gucke mal, was dabei passiert. Ach, da bin ich selber tiefgefroren. Ja, wie unfair ist denn der Mist? Die Eisbalken sind also kalt. Wer hätte das gedacht? Geh ihn lieber aus dem Weg, damit du nicht nochmal schockgefrostet wirst. Aber was soll ich machen? Ich brauche das Teil. Jetzt reicht's aber langsam mit diesen lästigen Eisblocken. Durch Regen gehen die nicht kaputt. Dann muss es also irgendwie anders gehen, oder? Auf jeden Fall einmal eine komplette Anfeuerung, damit die mich auch einmal heilen. Kohleeisenstiefel habe ich nicht erwartet. Das wollte ich haben. Dass ich jetzt halt nur auch noch nebenbei weiß, wo ich lang renne, ist das i-Tüpfelchen. Es bringt mir halt nichts, genau da drauf zu latschen. Ich mache einfach mal so. Und prügel jetzt so auf den ein. Die andere Option, die kann ich ja nicht nutzen. Ich kann ja auch. Ah, okay. Oh, das Eis ist so scharf, kann ich. Da muss man doch irgendwie beseitigen können. Sag mal, was ist denn das für eine unfaire Kacke mit dem Eis? Eine Ewigkeit später. Und jetzt ist da wieder so ein scheiß Eisblock drauf. Nee. Du kennst mich mal. Du wirst jetzt weggebrutzelt und hoffentlich das ganze Eis mit dir. Brenn. Also ich habe es hierhin jetzt mal gecuttet, weil das halt wirklich eine Ewigkeit gedauert hat, dass ich ihn endlich mal hier brutzeln konnte. Weil auf den Eisfeldern und bei den Eisblöcken ist man halt sofort eingefroren, wenn man die berührt hat. Und die waren immer und immer wieder so fies platziert, dass ich da einfach nicht dran kam. So, jetzt nochmal hier. Zack. Pung. Und jetzt kann ich meinen Schaden noch verdoppeln. Pau. Und es hat ein bisschen gedauert, dass ich rausgefunden habe, wie man die Eisblöcke auch los wird. Man muss sie nämlich einmal aus dem Bildschirm schieben.
So machen die Fighteimer jetzt auch doppelten Schaden. Nein, die machen den gleichen Schaden wie sonst auch. So, der ist jetzt verwirrt, der wehrt sich nicht. Eislabyrinth, och du bist doch ein... Ihr wollt nicht hören, was in meinem Kopf gerade vor sich geht. Das sind ganz böse Worte. Gütiger Gefriertem, jetzt ist er... Jetzt ist ja plötzlich alles voll mit Eisfeldern. Und ganz schön sauer sieht das Eispergamentum auch aus. Das wird eher langsam zu heiß. Wir müssen den Kampf schnell zu Ende bringen. Okay, ich brauche auf jeden Fall das hier. Aber wahrscheinlich von der anderen Seite das. Nee, das macht keinen großen Unterschied. Den hier. Einmal die komplette Anfeuerung, weil ich wieder planlos bin. Ich habe 27.000, ich kann es machen. Und da ich ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken brauche, gib mir nochmal 71 Sekunden mehr. So, jetzt habe ich nochmal Zeit zum Nachdenken. Vielleicht so, nee. Das ist absoluter Quatsch. Das lasse ich auf jeden Fall jetzt mal so. Das so. Okay, so würde ich so, dann so. Das endet doch in der Sackgasse. Ich kann nur drauf prügeln. Ja, Glitzerfeuerblumen und hoffen, dass es genügend Schaden macht. Zack. Nee, Fehlalarm. Muss ich nur einmal angreifen. Zum Glück ist das nicht sofortiger Win für den. Ich hau mir jetzt hier eine Attacke hin. Und greife ihn einfach an. Ich werfe jetzt einfach nochmal mit einer Feuerblume auf den. Dann müsste er eigentlich tot sein. Weil dieses Labyrinth zu merken, tut mir leid, das kann ich nicht. Das könnte ich im Leben nicht. Ja, und jetzt habe ich das Eispergamenton. Wieder etwas Neues. Das holen wir uns jetzt. Nehme ich Faltfieber des Eises. Ja, und jetzt können sie sich halt zu dem Eisbären machen. Ja, dann schauen wir noch mal. So verstehe hier so falten, dann Kante und an Kante. Wow, raffiniert. Okay, gut, ich hab's. Alles klar, Mario. Ich glaube, ich kann mich jetzt zum Eisbärgementon falten. Dann mal Hals und Beinknick. Bin gespannt, wie mir der Look so steht. Na dann, let's go. Verwandlung.
Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, wie du dabei auch noch deine Farben wechselst, aber mir soll's recht sein. Ich friere mir den Pfalz ab. Selbst als Eispergamenton ist mir noch kalt. Aber wenn ich mich davon aufhalten lasse, werde ich die Kraft des Eispergamenton nie beherrschen. Ich werde mit der Kälte schon klarkommen. Und jetzt pass auf. Ja, das Wasser gefriert. Ne? Ja, das ist jetzt Eis. Und dadurch entsteht dann ein Weg. Oh, das Wasser habe ich kalt erwischt. Was? Es ist tiefgefroren. Jetzt können wir hier raus. Das Wasser ist gefroren, also können wir über den Graben hier und hier raus. Ich wollte gerade sagen, da unten ist doch bestimmt was. Wenn man jetzt hier lang kann. Sag ich doch, hier ist noch eine Kiste. Und auf der anderen Seite könnte auch noch was versteckt sein. Origami-Meister! Ja! Endlich haben wir den. Okay, und hier ist nix. Hab verstanden, Spiel. Okay, hier komme ich eh nur über die Treppe hoch. So, einfach Geronimo hier runterspringen. Und hier raus. Endlich raus aus dieser eisigen Hölle. Hui! Nicht runterfallen, Mario. Hier, halt dich an mir fest. Du hast schon gewusst, dass Mario ein bisschen was wiegt, ne? Ich hätte Spaß daran. Aber ich weiß nicht, wie Mario sich dabei fühlt. Perfekte Landung. Siehst du, die Statuen lächeln und freuen sich mit uns. So, hier kann ich doch bestimmt jetzt, ja, wollte schon sagen, wieder irgendeine Kiste einsammeln. Die Karo-Insel. Alle Minischätze eingesammelt. Gut, dann können wir hier weg. Und tschüss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt schon gemacht haben. Aber was ich auf jeden Fall jetzt noch mache, ist die beiden letzten Tempel da freizumachen. Und dann speichere ich. Also da ich jetzt bei beiden Wasser reinschmeiße und das dann eineise. Es war auch klar, dass irgendein Pergamento noch fehlt. Wahrscheinlich war das Eis, das aber auch das letzte. So, jetzt friert die da wieder alles ein. Jetzt kann man darüber spazieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier dasselbe nochmal macht. Dass man jetzt hier erstmal mit dem Wasserpergament und Wasser reinkippt. Können wir überspringen. Ich drücke jetzt mal kein B, weil ich nicht abbrechen will. Ich sage, hier friert man sich nochmal hin. Und jetzt mit dem Eispergamenton das einfrieren. Mit dem Feuer könnte man das Eis einfach wieder auftauen. Aber warum zum Geier sollte ich das machen? So, ich gönne mir auch noch die Heilung hier. So, bin voll geheilt. Jetzt speichere ich und dann mache ich hier fertig. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Beim nächsten Mal machen wir mit den beiden Tempeln weiter.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier jetzt beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.